Die aktuelle Lage mehr als schlecht, eigentlich katastrophal. Also wir befinden uns im Lockdown, im dritten gefühlt, ja, ich weiß nicht wie vielte. Ja, Buchungszahlen kann man ja gar nicht nennen. Das heißt, wenn sich Politiker, wie gerade geschehen, vor die Kamera stellen und vor Urlaub, Ostern oder auch sogar im Sommer warnen, dann müssen wir uns nicht fragen, was sollen wir noch verkaufen. Wir haben überhaupt keine Perspektive. Ja, die Überbrückungshilfe 1 und 2 hat geholfen und war auch wirklich notwendig. Bei der Ü3 benötigen wir wirklich noch Unterstützung und da rasseln die Reisebüros leider durch das Raster. Also wenn da nichts verändert wird, bedeutet also, wir bekommen nur Entschädigungen für die Provisionen von Buchungen, die wir aber leider ja gar nicht machen konnten für dieses Jahr. Das heißt also, von daher sind es dann ja die Fixkosten, die erstattet werden und durch das Kurzarbeitergeld die Personalkosten, aber nichts weiter. Das wird sich nicht sofort entspannen. Weil wenn wir die Tür hier wieder aufschließen dürfen, werden wir sicherlich die ein oder andere Buchung machen für hoffentlich noch dieses Jahr oder das kommende Jahr. Aber unsere Provisionen laufen ja dann erst, wenn der Reisegast auch tatsächlich gereist ist. Ja, fangen wir mal an, laufende Kosten zu senken. Wir haben seit März letzten Jahres, also seit 16. März 2020, alle Mitarbeiter in Kurzarbeit bis heute. Wir haben damals zunächst die Fahrzeuge nur bei den Versicherungen abgemeldet, die Reisebusse, weil ich ja davon ausgegangen bin, in 4 Wochen können wir wieder fahren. Und später wurden dann die Reisebusse komplett abgemeldet und zum Teil auch die Linienfahrzeuge. Und ja, das war das, was wir so sparen konnten in dem Moment. Und klar, dann die Unterstützung. Da denke ich mal, müssen wir unserer Bundesregierung danken, dass sie bisher uns unterstützt hat. Wir rechnen natürlich mit weiterer Unterstützung, wie eben gesagt, weil wir nicht wissen, wann es weitergeht und dass auch ja, die Gelder dann zügig ausgezahlt werden. Tja, aktuelle Situation. Wir stehen noch alle 20 Reisebusse sind noch abgemeldet, bis auf 2. Die wir mal für den Notfall, wenn es plötzlich wieder losgeht, angemeldet belassen haben. Und ja, das Problem ist, dass wir nicht wissen, wann es weitergeht. Ja, das ist, wo ich so ein bisschen Angst vor habe, dass man sagt, so, die Reisebusunternehmen werden jetzt nicht mehr unterstützt. Ihr dürft ja wieder fahren, ihr könnt ja wieder fahren. Aber eben, weil wir nun auch viel Vorlauf brauchen mit Hotels und so weiter, Hotelbuchungen und eben das Verhalten unserer Kunden, wir nicht berechnen können, wann fahren sie wieder überhaupt. Und dadurch hoffe ich, dass wir auch, wenn der Lockdown jetzt vorbei sein sollte, dass wir dann auch wieder fahren können, aber noch nicht, dass die Kunden noch nicht fahren wollen.